Der Daily Run für Halloween, dem 31.10., meine lieben Freunde. Hier ist er, der Daily Run. Ab geht's mit Eve. Was haben wir denn mit Eve? Wir haben irgendwas, Whore of Babylon natürlich und Hierophant. Oh, Hierophant ist schon mal cool. Und die Change-Rune. Okay, schauen wir mal. So, ne, Bomben haben wir noch gar nicht. Die Challenge geht bis zum Teufel. Okay. Die heutige Challenge. So. Lass doch gleich mal eine Bombe fallen, weil da gibt es nämlich noch so einen schönen Soulstone, den ich gerne mitnehmen würde. So. Aha. Gibt es in diesem Daily Run immer nur Säcke? Oh mein Gott. Okay, Card Against Humanity, aber für die habe ich gar keine Zeit, Mann. Die Card Against Humanity ist ja ganz witzig, aber ganz... Oh, nochmal Bombe, bitte. Aber ich habe keine Zeit. Ich will ja hier möglichst schnell auch logischerweise sein. Es gibt echt immer diese Säcke. Das ist... Ey, drei Soulstones? Das kann ich unmöglich ignorieren. Das kann ich unmöglich ignorieren. Vier, Alter. Ich brauche aber mindestens eine Bombe. Das kann doch nicht sein, dass Edmund so gemein ist und uns vier Soulstones hinlegt, aber nicht eine Bombe droppt. Doch. Das kann doch nicht sein. Der kann doch nicht so gemein sein. Es droppt nicht eine Bombe. Jetzt, glaube ich, weiß ich, was er will. Er will, dass man doch die Card Against Humanity einsetzt. Dass man da seine scheiß Bombe rauskriegt. Oder mehrere... Oh. Oder mehrere Bomben. Ich mache mir jetzt erstmal den Weg dadurch. Ich will eigentlich... Ich will nicht den kompletten Raum machen. Ich will nur so weit machen, bis ich das habe, was ich will. Und währenddessen mache ich mir den Weg mal hier so ein bisschen zurecht. Aha. Da haben wir eine Bombe. Genau das wollte Edmund wahrscheinlich, dass man mit dieser Card Against Humanity, dass man das macht, weil man quasi verleitet wird, eine Bombe rauszukriegen. Ich sehe schon. Es ist gemein, es ist ein Hundling, muss ich schon sagen. Du liebst dich. Okay. Alles klar. So, weil wir jetzt nämlich auf jeden Fall... Kommen wir da dran? Nee, kommen wir nicht. Also wir brauchen zwei Bomben, um da ranzukommen, oder? Nee, komm doch ran. Alles klar, cool. Seht ihr, und da kriegen wir jetzt nämlich mehr Bomben raus. Sodass wir, sofern wir jetzt nicht wirklich alle haben wollen, also theoretisch bräuchten wir noch eine Bombe, um alles rauszukriegen. Und there we go. Two of Diamonds. Ist auch nicht schlecht. Sag mal, seit wann sind, die Kackhaufen sind ja richtig lukrativ geworden. Kann das sein? Die Kackhaufen sind richtig lukrativ geworden. Kostet dich halt alles Zeit, kostet dich halt Punkte. Wenn du jetzt hier die ganze Zeit rummachst. Aber ganz ehrlich, da kommen nice Sachen bei rum. Okay. Ich glaube, es reicht aber jetzt, oder? Ja, jetzt reicht's. Jetzt... Oh, okay. Schlüssel haben wir schon mal genug. So, Two Spades, wir nehmen mit Change. Und werden jetzt hier noch einen hinlegen. Und kriegen sogar noch mehr Bomben. Boah, das Sun ist eigentlich noch besser als Change, aber ich glaube, ich nehme Change mit. Eigentlich ist es natürlich Crap, aber... Das ist völlig egal. Aber wenn mit so viel Leben solltest du nicht die Katze nehmen. Was hast denn du? Du hast den Kopf einmal benutzt. So, und jetzt hast du zur Auswahl Katze und das andere, oder was? Ja. Aber wenn du Katze nimmst, hast du halt statt 6 Herzcontainer nur noch einen. Ja, deswegen bist du nicht unsterblich. Stark schon, aber nicht unsterblich.
Der Remi-Juice! Subscribe zur dritten Folge. Dankeschön, mein Lieber. Ziste, läufst einmal gewühlt gegen das Ding und bist schon im Arsch. Läuft. Hast du den Kopf wirklich gehabt? Woran? Du bist doch Gappi! Das sehe ich doch da. Da. Dreh dich doch mal. Geh doch mal zur Seite. Ist egal. Siehst du denn nicht? Ach, ist egal. Ich muss jetzt hier mal machen. Ich habe keine Zeit. Ich bin im Daily Run. So, Little Horn. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich den jetzt wirklich so richtig als normalen Boss habe, oder? Nee. Das ist Quatsch. Nee, stimmt. Das ist Quatsch. Den hatten wir natürlich schon mal. Der ist echt lustig, wenn du mit sein, so wie vorhin, wenn du dieses Entschärfungsding hast. Die Trollbomben verletzen ihn auch, ne? Vorausgesetzt, eine landet natürlich bei ihm. Geh weg mit deinen komischen Rauchbällen hier. Eieiei, hörst du auf. Aber ich finde den super kreativ, den Boss. Mir gefällt er gut. Er ist nicht schwer. Aber auch nicht ganz so einfach. Er ist ein guter Boss. Guter Boss. So, den Schnuller. Den Schnuller mag ich nicht. Damit die Rune nicht komplett umsonst ist und wir doch das Sun mitnehmen können, gibt es jetzt Reroll für den Kack-Schnuller. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Gerade in Anblick auf The Sun ist HP Up sogar richtig nice. So, there we go. So. Ich würde sagen, erste Ebene. Ja gut, ich habe jetzt ein bisschen lange gebraucht wegen der Diskussion gerade, aber was soll's. Sieht aber schon mal gar nicht so schlecht aus. Es gibt schon auch richtige gelbe Fliegen, ne? Nicht nur diese Bienchen. Das ist interessant. Bin mal gespannt, was uns in dem Run jetzt noch erwartet. Au. So, ich wusste, hier gibt es noch mehr Steine. Deswegen hat es sich gelohnt, auf jeden Fall die Bomben zu farmen. Ich habe mir das nämlich schon ehrlich gesagt fast gedacht, dass einen jetzt richtig ärgert. Für die Leute, die das am Anfang nämlich nicht gemacht haben mit der Card Against Humanity, die werden so viele Soulstones übersehen. Und damit natürlich auch potenziell den Rock und so weiter. Ich wusste volle Kanne, dass das passieren wird. So, Little Gish macht die langsamer im Übrigen. Little Gish hätte man theoretisch auch... Da, seht ihr? Ein Stein nach dem anderen. Little Gish hätte man auch rerollen können. Ist jetzt auch nicht so das Hammer-Item, aber ganz ehrlich, ich glaube, mit der Energie fahre ich hier recht gut. So, wir haben hier noch gar nichts. Da gucken wir aber jetzt mal lieber nach. Ach, die gute alte Kellermusik. Auch so lange nicht mehr gehört. So, wir haben genug Coins, um hier mal die Broken Watch auf jeden Fall zu holen. Und eine Treasure Map. Beides interessant. Ich nehme aber lieber die Broken Watch. Broken Watch ist nämlich witzig. Kann nämlich ganz gut sein. Oh Gott. Okay, hier haben wir gar keinen Effekt. Also vollkommen egal, was hier passiert. Ich könnte mit der Razor Blade natürlich Schaden an mir selbst machen, um die Gegner etwas schneller down zu kriegen. Das wäre möglich. Eventuell war die Broken Watch vielleicht gar nicht so clever, weil wir mit dem Gish ja schon den langsamen Effekt erzielen können. Zugegebenermaßen. Aber auch halt nur können, ne? Aber wenn er mal sitzt, ist es ein geiler Effekt, wie er sich einfach dann komplett gar nicht mehr bewegen kann.
Das ist halt nochmal ein bisschen anders im Gegensatz zur Stopwatch, wo er dann einfach langsamer wird. Hier, er zum Beispiel bleibt einfach stehen, gefühlt. Das ist ein nicer Effekt. So, die gute Eve macht überhaupt gar keinen Schaden. Deswegen sollten wir so langsam mal den Horror of Babylon-Effekt erzielen. Ups. Sehr schön. Okay. Belt nehmen wir mit. Und den Horror of Babylon-Effekt erzielen wir jetzt direkt dadurch. Wir hatten... Wie viel hatten wir denn? Hatten noch 3 Herzen oder nicht? Ja, ich gehe weiter. Oder? Nee, wir hatten noch gar keinen Itemraum. Quatsch. Itemraum sollten wir vielleicht noch erarbeiten. Natürlich laufe ich volle Kanne in Malibu. Na klar. Na klar, ey. Ja, das kann ich vorher natürlich auch nicht ahnen. So. Da ist er ja auch schon. Und es ist Mums Pad. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wobei man ja schon fast sagen muss. Dass Mums Pad, glaube ich, nicht mal unbedingt kacke ist. Was wird das denn jetzt? Das sind jetzt weggekickt. Und was war das? Das hat auch nichts gebracht. Mums Pad ist mir sogar lieber als Razor Blade, weil mit Razor Blade haben wir. Wir sind jetzt eh. Sind wir Horror of Babylon? Ja, ne? Das erkennt man daran, dass wenn ich hier. Ne, wir sind nicht Horror of Babylon. Ah, mal gucken. Was ist denn hier mit meinen Herzen los? Was ist denn hier mit den Herzen los? Was haben wir hier? Ja, mache ich jetzt mal. Oh, nice. Für den Raum sind alle verlangsamt. Und Pin. Ja, easy. Der kann ja dann eh nichts machen. Dann ist das überhaupt gar kein Thema. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas Hübsches rauskriegen. Chariot. Devil. Glaube ich, nehme schon lieber die Devil-Karte mit, oder? Nee, eigentlich ist Unsinn. Eigentlich Unsinn. Ich bleibe mal bei der Sun-Karte. Und marschiere jetzt einfach weiter. Wir haben auf jeden Fall mit Mom... Nee, der war nicht verwirrt, glaube ich, mit dem Pad, ne? Oha! Okay, mal sehen, ob du jetzt Greed schaffst mit Guppy. So, wir haben ein Herz, aber sag mal, prockt bei Eve nicht bei einem Herz Horror of Babylon schon? Oh Gott, Bob's Brain. Nee, Cricket's Head. Oh, nice. Nice. Okay. Ja. Das war auch wieder so ein typischer Effekt. Ich komme rein, mache irgendwas kaputt und werde gesprengt. Natürlich. Was haben wir denn hier? The Butterbean ist auch kacke. Mann, was ist das für ein Daily Run? Das ist doch Unsinn. So. Ja, Horror of Babylon ist normalerweise bei einem halben Herz, aber nicht mit Eve. Eve hat den Effekt doch eigentlich schon ab einem. Das macht Eve ja so besonders. Das ist das, worüber ich auch gerade philosophiere. Okay, was haben wir hier? Book of Shadows ist gut. How to Jump. Book of Shadows ist hier meine absolut erste Wahl. Book of Shadows, da kann ich auf jeden Fall eine Menge bei rausreißen. Ja, aber komisch ist halt eben, ne, dass der Effekt nicht da ist mit Eve. Aber komisch. Komme ich da jetzt am besten rüber? Gar nicht ohne Schaden nehmen, wa? Scheiße. Hast du es geschafft? Krass.
So. So. Ach komm, hier. Mann. Alles klar. Was war das gerade? Hier wollte ich noch einen Sackerl aufnehmen. Trollbombe. Na klar. So, ach komm. Ja, warte mal. Ja. So, was haben wir hier nochmal? Natürlich irgendwas, was wir nicht sehen. Irrelevant. Naja, meine lieben Freunde, deswegen Book of Shadows, absolut nice. Muss man haben. Squeezy! Das ist auch super, Tears Up, aber trotzdem, ich hätte natürlich wahnsinnig gerne jetzt irgendwo so einen Arcade Room gehabt, damit der mit Eve, der Eve-Effekt wirklich kommt, aber. Ist halt irgendwie nicht so das Wahre. So, oh, die Kollegen wieder. Die sind auch, also das sind nur mit meine nervigsten Gegner geworden, diese schwarzen Maden. Weil sie sind ja nicht mal tragisch, weißt du, aber. Strength oder Sun? Ich glaube, Strength ist in dem Fall besser. Hallo, Glythoni, was geht? Da, deswegen, meine lieben Freunde, Broken Watch. Broken Watch ist einfach nice. Und dieses Buch kannst du auch einfach mal eiskalt alle drei Räume benutzen. Book of Shadows, Leute. War im alten Isaac ja mein Lieblings-Item, gefühlt. Weil es einfach... Alt, ne, nicht die Labas-Karte. Weil es halt schlichtweg, mega nice war. So viel Schadensregulierung zu haben, als man noch nicht so gut ausweichen konnte. Aber der Schaden ist jetzt schon nice und ich habe diesen Kack-Effekt noch nicht mal. Mann, lest doch wenigstens vor, was auf der Rules-Card steht, Mann. Und super geil der Raum, einfach mal alles mega langsam. Oh Gott, jetzt geht das aber so langsam auseinander, dass ich mich davon sogar treffen lasse. Ah, WP, Alter. So. The Stars, naja, wir räumen jetzt hier sowieso auf. Das ist nicht so wichtig. So. Au. God, why? Aber ich wette, es gibt gar kein Arcade Room, einfach nur, damit das gemein ist. Okay, die Halo of Fly sind eigentlich ja ganz nice. Und ich habe Tears Up riskiert, beziehungsweise... Oh, das ist super hübsch, Leute. Tears Up. Das Bild gefällt mir gerade richtig gut. So, hier werde ich wahrscheinlich einfach nur noch mal ein bisschen auf Sicherheit spielen. Jetzt gehen wir zum Boss und... Bin damit eigentlich höchst zufrieden. So, der Fallen, da werde ich natürlich das Buch erst in der zweiten Phase einsetzen. Was ich nicht mal müsste. Alter, Verwalter sind wir stark. Ist ja gut. Das ist ja richtig nice. Und wir kriegen jetzt auch noch alles doppelt. Ja, aber hallo. Das ist doch mal ein gutes Item. Und wir haben sogar noch, ja, nicht zu vergessen, die... Die Strength-Karte, also ist das eigentlich alles ziemlich nice gerade. Könnten wir eventuell den Daily Run etwas weiter schaffen als gestern? Gestern sind wir leider recht früh gescheitert. Gut, war aber auch mit Lilith. Range down. Und Range Down. Ist es nicht so geil. Aber gibt Schlimmeres. In der Hinterhand haben wir ja auch noch unseren netten Brimstone-Freund, der hier auch ein bisschen mit aufräumt, wenn man ihn dann auch mal effektiv nutzt. Ich mache das immer recht selten, zugegebenermaßen. Und da wäre Greed. There we go. So, Steam Sale kann einmal noch sogar noch ganz interessant werden.
Guck mal, die Broken Watch, ganz ehrlich, die proc dieses Verlangsamt echt oft. So dass ich sagen muss, es ist sehr nice. Wirklich sehr nice. Ich war nicht im Itemraum, wir sind Steps 1. Das ist so. Oh, what the hell? The Red Dragon! 12, 13, 14, just subscribe. Dankeschön, Red Dragon! Vielen Dank! Vielen Dank für deinen Support hier. Willkommen im Wolfpack, Dankeschön. So, wir gehen jetzt rein, ich kenne jetzt nix. Und hat sich. Oh je, yeah. Retrovision. Hat sich jetzt eher so minder gelohnt. Also diese Retrovision kann echt gemein sein, dieses Item. So, okay. Interessanter Raum. Hauptsache, der explodiert. So, da komme ich natürlich überhaupt nicht lang, es sei denn, ich würde mir einen Herzschaden, zwei Herzschaden nehmen. Da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Achtung, 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 natürlich. Diese Gischscheißhaufen sind aber auch so eine Sache für sich. Nee, da rollen wir nix. Ich würde nämlich ganz gerne einfach weitergehen. Oh Mann, wo ist denn der Kack-Itemraum? Ich will doch hier, es ist doch Daily Run, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ein bisschen wenigstens. Come on. Ja, das ist der Effekt im Übrigen von diesem Retro-Gedöns. Mega nett. Mega nervig. Ah, dass ich dagegen renne auch. Yes! Arrow! Das ist stark! Und wisst ihr auch warum? Weil jetzt meine Pfeile durch Gegner hindurchgehen und die anderen dahinter auch noch treffen. Strength. Jetzt habe ich aus Versehen die Strength-Karte gedrückt. Weil ich mich so gefreut habe. Blöd. Egal. Nutzen wir die Stars-Karte in der nächsten Ebene. Gibt Schlimmeres, als das jetzt aus Versehen eingesetzt zu haben. I don't care at all. Klar wäre es beim Boss natürlich besser gewesen. Vor allem, weil der Adversary ist, aber... Ich glaube, ich bin so stark genug, dass ich ihn alleine in der Zeit das Book of Shadows down kriege. Und ja, das tue ich tatsächlich. Nice, Mann. Sehr, sehr nice. So, jetzt aber bitte mit einem hübschen Devil Deal. Einmal jetzt den Horror of Babylon Effekt. Mann, das ist aber beides scheiße. Ganz ehrlich, das ist beides einfach kacke. Nee, sorry. Ist es mir nicht wert. Ich wurde gerade von Max beim Summer's End von The Main erwähnt. Aber was, warum das denn? Ach, hör auf, der liebe Max. Auch so ein Event, mit dem ich halt einfach leider gar nichts anfangen kann, weil ich halt, ne... Ihr wisst ja, wie ich zu League of Legends stehe. Aber mega geil, was sie da auf die Beine gestellt haben. So. Ab in den Itemraum. Was ist das denn? Little Chest. What's in the box? What the hell? Little Chest? Okay. Und Little Chest. Ich habe eine kleine Kiste als Begleiter. Spuck die jetzt ab und an einfach mal was aus? Oder was darf ich mir darunter vorstellen? Ja! Ja, Leute! Ja! Guck mal! Woohoo! Da ist er, unser Effekt. Das war somit das Beste, was uns hätte passieren können. Ja, nice. Leute. Das ist ja mal eine hübsche Aktion. So. Ich habe auf jeden Fall safe den Effekt. Jetzt hat auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was da gerade war. Weil gerade eben hat es halt einfach nicht angezeigt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich den Effekt habe. Das könnte aber erklären, dass ich doch den Effekt hatte, weil ich so viel Schaden gemacht habe. Ich darf jetzt nicht weiter über Herzen laufen, das darf ich nicht vergessen. Hier mit den Coins kaufen wir das da. Und dann kommt der Queen! Der Queen XD, vielen Dank auch für deinen Sub.
Der erste Sub. Dankeschön. Herzlich willkommen, Wolfpackmann. Vielen Dank. So. Ach, Mann. Müll. Ach, Mensch. Der Max. Müssen demnächst endlich mal Rocket League zusammen aufnehmen. Hoffentlich können wir das direkt nach dem Main machen. Boah, ich kann aber mal richtig viel skippen hier, ne? Ach, da wäre jetzt auch ein Arcade Room gewesen. Guck mal, wie witzig. Da wäre ja jetzt sogar ein Arcade Room gewesen. Aber jetzt habe ich das auch anders gelöst. Jetzt nur nicht vergessen, bitte keine Herzen aufsammeln, bis wir auf jeden Fall irgendwie Devil Deal machen können, dass es sowieso sich erledigt hat. Noch habe ich nicht einen wirklichen... Oder doch, ist das der Kisteneffekt, dass auch manchmal einfach so die Gegner schon was fallen lassen, obwohl der Raum noch nicht geklärt ist? Anders kann ich es mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. So. So, ah, ist das schön, mal wieder einen Run zu haben, wo ich wirklich Book of Shadow effektiv nutze. Das ist so geil. Irgendwie ein ganz lustiges Gefühl. Verpasst mir so ein bisschen das Retro-Feeling. Aua. Weil es mich halt einfach an die alten Wrath of the Lamb-Zeiten erinnert. So, jetzt komm, geh mal down. So, wir gehen... Ach so, ja, wir müssen ja eh da lang. Es ist also ziemlich egal. Und wir gehen weiter. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Oh, Scar... What the fuck? Und Scarred Womb. Machen wir so. Oh, nice. Oh, hier kommen echt hübsche Sachen bei rum. Wheel of Fortune, Hierophant. Hierophant nehme ich sogar mit, ganz ehrlich. Hierophant sind zwei safe extra Herzen. Ich glaube, wir könnten diesen Run durchaus schaffen. Ja. Wenn du getroffen wirst, gibt's Geld. Also eigentlich relativ unspektakulär, das goldene Herz. Okay, wir sind hier falsch. Ah, wir könnten den Daily Run schaffen. Da bin ich mal gespannt. Wie viel wir dann reißen werden. Ich habe natürlich viel Zeit von eingebüßt, aber... Wir werden sehen, was passiert. Wir haben 16.000 Punkte aktuell. Ich glaube, gestern war man mit, was, 30.000 auf 1? Ja. Mal schauen, was geht. Können hier das Book of Shadows benutzen, um einmal keinen Schaden zu kriegen. Oh, der Keldi! Der subscribed zum 18. Mal in Folge. Holy shit, was eine Zahl. 1,5 Jahre. Vielen Dank, lieber Keldi. Vielen Dank für 1,5 Jahre Unterstützung, mein Lieber. Dankeschön. Diarrhea. Das war ja klar, dass es passiert. So, die Hero Fund Karte darf ich jetzt gefühlt gleich drücken. Weil ich gerade doof war. Und warum ich hier reingehe, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Weil hier kann ja gar nichts für mich sein. Keine Ahnung. Oh. Oh, das hätte man fast noch besser machen können. Aber war schon mal nicht schlecht. Two of Hearts wollen wir natürlich nicht. Wir wollen möglichst schnell zum Boss gehen. Ups. Okay, was haben wir hier für einen Boss? Loki! Schau mal, der Schaden ist echt nice. Gefällt mir gut. Und wie gesagt, ich benutze mein Brimstone Baby halt auch super selten. Muss ich zugeben. Okay, und die Superfurzkarte. What the fuck? Kann man machen, muss man aber nicht. Und es gibt vor allem wieder kein Devil Deal. Das ärgert mich am meisten.
Ich habe nämlich immer Angst, dass ich aus Versehen ein rotes Herz aufnehme. Das nervt mich am meisten. So, wir haben es bald geschafft. Die vorletzte Ebene ist das. Ich denke mal, es wird nicht mehr allzu viel schief gehen. Schöner Double Kill. Und Achtung, Herzen. Nicht. Okay, und die heilige Mutter Gottes. Aber jetzt, wenn wir aus Versehen Herzen aufnehmen, ist nicht so schlimm. Wir haben einen Arcade Room. Aua. Falls alle Stricke reißen, ist das kein Thema für uns. Dieses Hard muss ich mal lieber mitnehmen. Weil bloß, weil es gut aussieht, heißt es natürlich noch nicht, dass das hier geschafft ist. Vision! Das ist allerdings erst richtig nice. Entschuldigung, wenn wir in der letzten Ebene sind. Ach, komm schon. Ach, deswegen, das ist noch so ein kleiner Hampelmann, den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Ich ums Verrecken nicht gesehen, Mann. So, okay, wir haben hier jetzt nochmal die... Die finde ich lustig. Die finde ich absolut nicht wild. Und wir geben immer noch schön Gas. Hier haben wir ordentlich Coins. Die wir... The fuck, warum können wir die nicht aufnehmen? Seht ihr das? Ich laufe über die Dinger drüber, es passiert nichts. Buggy oder was ist das? Kann die eiskalt nicht aufnehmen? Kann ich die wegen der Schatztruhe nicht aufnehmen? Oder wie zum Teufel soll ich mir das erklären? Weiß Gott, ey. Ah, jetzt ist aber hier auch nochmal Action. Also bis auf die Tatsache, dass ich glaube, dass manchmal ein Item extra spawnt. Okay, 72 Bomben. Habe ich irgendwie, ehrlich gesagt, den Sinn der Kiste noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, wir können jetzt nochmal Bomben einsetzen, weil wir haben hier so dermaßen viele rumliegen. Auf der Hand. Damit werden alle Gegner stärker. Aber du auch. So. Ich würde sagen, das Buch einsetzen und einfach Gas geben. Und können sie auf der Hälfte runterkriegen, ohne Schaden zu nehmen. Ab dann hält die Kiste auch Schaden auf, also Tränen. Stimmt, eigentlich darf ich echt nicht viel Schaden nehmen, weil ja theoretisch auch ich immer... Was ist das denn? Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Was ist das? Empty Fessel. I reward what the fuck? Okay. Aber seit wann gibt's denn hier echt ein... Wow, okay. Das ist aber ehrlich gesagt ziemlich nice, weil jetzt habe ich auf jeden Fall safe den Hall of Babylon Effekt in der letzten Ebene. Habe ich die Vision mitgenommen? Ja! Nice, Leute. Nice, 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 nice. Okay, und wir können uns jetzt richtig gut beeilen. Wir können diesen Run auf jeden Fall jetzt sehr schnell abschließen. Was ist das? Runeback? Nein, jetzt gibt's auch einen Runeback, der einfach random Runen spawnt. Das ist ja auch eine super geile Sache. Oh, ich hätte einen Raum skippen können, hätte ich... Na, egal. Ach, cool, es gibt ja den Coin-Bag, den Bomb-Pack, den Random-Pack, den Random-Bag, aber jetzt gibt es tatsächlich auch den Rune-Bag, das ist ja geil. So, Rest skippe ich jetzt, damit ich nochmal einigermaßen schnell bin. Punkte technisch 23.000, so schlecht kann das nicht sein. Na, den Coin konnte ich jetzt aufnehmen, weiß Gott, was das mit dem Nickel da gerade war.
Ach nö, das war so eine Kackkiste. Ja, das bringt mir jetzt auch nicht mehr viel. Rune Ansus, ja, witzig. Wir wissen schon, wo lang. Guck mal, das kann ich auch, nur in einer kleineren Variante. Was sagst du dazu? So, komm, Monster down. Down, 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 down. Gut. Justice, okay. Ja, Gott sei Dank kann ich jetzt eben diese Herzen nicht mehr aufsammeln. Oh, nee, ey. Das konnte ich jetzt gar nicht ausweichen, aber soll ich euch was sagen? Das ist mir sogar ziemlich scheißegal. Drei Stärke und drei schwarze Herzen. So, der muss schnell down. Scheiße. Aber geht, glaube ich, immer noch. Ja. So, ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Sollte nicht allzu viel schief gehen. So, den ganzen Spaß gleich nochmal. Schön seitlich stellen. Was haben wir jetzt? Okay, Effekt random gedroppt. Das ist nicht der Effekt, den ich jetzt eigentlich habe durch das Buch. Au. Jawohl, mach dein Brimstone. So, der ist down. Gleich wird das Buch eingesetzt. Und dann ist der Daily Run auch gleich geschafft, Mann. Mega. Noch schnell die Ads wegmachen, während wir unsterblich sind. Und das ist es. Leute, das ist es. Wir haben es geschafft. Stage-Bonus 20.000. Exploration-Bonus 11.000. Swag-Bonus, Damage-Penalty, Time-Penalty, Item-Penalty, Total 27.000 Punkte, 33 Minuten haben wir gebraucht. Rang 15.000 der Welt vom Score, Rang 5.000 der Welt von der Zeit her. Ja. So ist es eben. Ne? Global 71.000 hat irgend so ein ganz kranker Typ gemacht, keine Ahnung. Und unter den Freunden bin ich eigentlich auch gar nicht mal so gut heute. So ist das nun mal, meine lieben Freunde. Gestern waren wir Platz 2, heute halt nur Platz 6. Gut, geschafft haben wir es auf jeden Fall. Okay, und warum bist du so OP? Okay, und Super Meat Boy auch noch. Was ist denn eigentlich bei dir gerade los? Heilige Scheiße, ist das OP. Ach, läuft bei dir.